So, dala. So, ein herzliches Willkommen zu LS22 auf der Elm Creek beim Projekt Farmers Tagebuch. Ja, es ist wieder soweit. Jeden Tag eine Folge in YouTube und Wochenende meistens sogar zwei, wenn ich es nicht vergesse, zufällig. Es kann auch mal sein, dass ich mal eine vergesse, aber wie gesagt, wir sind keine Profis, wir haben keine Bearbeiter dafür, für das. Wir machen das alles selber. Ich muss das alles selber machen und eingeben und Zeug und bearbeiten und mir einen Titel ausdenken für die Folge, weil das muss ja alles passen. Und die Titel, die weiß ich dann erst, wenn ich selbst in die Folge ein bisschen reingeschaut habe. Tja, ein paar Sachen ist es eh leicht, wie jetzt mit dem Rübenernten oder so. Das passt dann, das wird dann so passend gemacht. Und tja, jetzt gehen wir erstmal das Ding zurück. Ich muss jetzt erstmal nochmal Revue passieren lassen, was das Ding gekostet hat zum Mieten. Moment, das waren 25,4. Also 25.449. Schneidewerk habe ich gesagt, das schenke ich ihm, weil das ist ein Witz, die 4.000. Ja. Ich sag mal, das wird teuer. Und können Sie sich das leisten? So, dann haben wir den zweiten Ernter noch. Der Markus soll dann mitfahren. Ja, das war klar, der Walt ist schon wieder mit dem E-Scooter unterwegs. Ach Gott, ey. Ich muss ihn ja zurückbringen, ne? Ja. So, dann fahren wir den da vor, waschen wir den schnell. Markus, stelle schnell das Fahrzeug hin. Dienstfahrzeug, eins davon. So, dann würde ich sagen, waschen wir den. Und dann wird schon langsam zum Abrechnen. Na. Ah, ordentlich dreckig werden die, gell? Aber ein geiles Ding wäre halt noch beim nächsten LS, wenn es wirklich einmal so Reifen wechseln könnte, jetzt selber oder sowas. Warte schon, so ein Akkuschrauber in den Händen immer Reifen wechseln. Das wäre schon saugeil. Aber ist jetzt auch schon gut gemacht. Du kannst ja teilweise Sachen aufheben drin, in die Hand nehmen. Wie jetzt zum Beispiel den Eimer. Kannst du machen, wie wenn du gerade einen Ölwechsel machst oder so. Oder hier den Schraubenschlüssel, Zerrackkreuz, so Sachen halt. Oder hier Batterie aufladen, eventuell geht der. Nein, den kann man nicht in die Hand nehmen. Sowas, was wichtig wäre, kannst du nicht in die Hand nehmen. Oder hier unten, was ist hier drin? Kann man auch nicht. Einen Hammer kannst du nehmen, zum Beispiel, im Normalfall. Schraubenschlüssel kannst du nehmen. Die Zange kannst du nehmen, ich glaube die Flex kannst du sogar nehmen, ja, kannst du auch nehmen. Die auf dem PC könnten dir so Flexgeräusche dann machen, das ist alles sehr gut. Du hier, der im Stream schreibt gerade, Flo, der Malte soll dem Flo die Fahrzeuge putzen, ich glaube das macht ja, er aber eh. Finde ich richtig so. Ich glaube macht er aber eh, das gehört sich so dazu. So. Ja, dann der hat es auch schon öfters mal nicht gemacht.
oder dann klappt man den zusammen. Oder nicht. Oder er hat sie nicht richtig sauber gemacht. Soll bei auch mir vorkommen. Bei mir auf dem Hof werden nie die Fahrzeuge geputzt. Ja, man ach merkt. Du liebe Güte. Ja, da brauchst du dich aber nicht wundern, wenn nichts mehr funktioniert. Ja. Die funktionieren trotzdem. Ja, no. Aber auch no. Der Dreck kann dazu führen, dass es nicht mehr gescheit funktioniert, gell? Martin, noch. Noch ja. Funktioniert der Spaß. Noch die funktioniert müssen, der Spaß. Die müssen zwar öfters in die Reparatur. Ja, frag aber. Nee, es gehört sich einfach dazu. Fahrzeuge können auch jedem Einsatz gewaschen. Vor allem wenn es gemietet sind, da schon auf alle Fälle. Weil gemietete Fahrzeuge, das sehe ich gar nicht gern, wenn die nicht gewaschen sind. Gut, tanken habe ich jetzt vergessen, habe ich jetzt nicht gemacht, aber. So Malte, was machst du hier schon wieder auf dem Hof? Für einen Unfug. Hör auf mit dem Cityroller zu fahren. Der Ding da hin. Mann, ey. Hey, hier steht eine Direktsaatmaschine. Flo, hast du dir eine Direktsaat organisiert? Ja. Hättest du mich auch fragen können, ich hab doch auch eine. Jo, aber ich brauche auch Zeug zum Schaffen. Ich kann mir nicht alles immer bei dir pumpen. Geld muss reinschauen. Geld. Jo, sonst brauche ich aber irgendwann keinen Betrieb mehr zu führen. Nee, ich weiß schon, passt schon. Nee, passt eben. Ja, mir selber Zeugs auf. So. Dann gehen wir den zurück. So, Flo, jetzt kommt dein Spruch. Das wird teuer. Oh. Das wird teuer. Oh, das wird teuer. Oh. Wer macht eigentlich die Biogasanlage? Wir? Wir? Nee, macht das Lohnunternehmer. Wir machen Biogas. Weißt nicht, was du mit dem BGA willst. Also, jetzt rechnen wir mal zusammen. Wir hatten einmal Pflügen, zweimal Mais abernten. Einmal ist er noch. Ah, warte mal, ich mach das letzte Feld noch, dann können wir erst abbrennen. Da war noch was da unten, oder? Das ist ja noch aktuell mit dem Mais, ja? Da unten, jo? Ja. Ja, jo. Dann machen wir das noch kurz. Und dann, ja. Gucken wir mal. Schickst du jemanden vorbei, der wo dann Dings hinten und dort hat? Zum. Der wo was hat? Ja, zum Abfahren. Der Malte kann mit dem LKW runtergurken. Aber erst in 5 Minuten, also pressiert es gar nicht. Ich muss erstmal zurücklaufen, weil mein Mitarbeiter immer noch nicht da ist. Weiß nicht, was jo, dein so Mitarbeiter hat sich aber regelrecht die Pause verdient. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Meiner nicht. Deswegen laufe ich ja auch zurück. Weißt ich du? Muss gleich einmal kurz weg. So da. Ja, Markus, hab ich dir. Bis gleich. Jo. Bis gleich. Markus, ich vorschneide. Ach, Flo, ja. Servus. Hab ich dir. Grüß dich. Hi. Servus, Flo. Und was sagst du? Passt doch, oder? Komm mal, zeig ein wenig ein. Das ist der Malte. Das ist der Malte. Servus, Flo. Sag dir zum Malte. Was will denn der immer bei uns da? Ich weiß nicht, was der Malte immer bei uns will. Ich bin nicht bei euch auf dem Hof. Ich bin am Rumtuckern. Ja. Will der hier bei uns anfangen oder so? Aber wieder leid anfangen? Du, Ich hoffe ja. Markus, ich habe jetzt gerade im Moment gerade nichts gesehen. Jetzt pass auf. Du kannst einmal die Direktsaat schnappen. Ja. Und das Feld, was du vorne gruppert hast, gleich mal anbauen. Wir bauen mal Hafer. Hafer, Martin. Ich hoffe, der Malte will bei euch anfangen. Oh nee. Oh mei. Oh nee. Oh mei. Das kann was werden. Martin. Ja. Ja, das kann was werden. Ich würde jetzt schon mal anfangen zu säen.
dann kannst du den Spaß für dich fahren oder einer von euch, wenn ihr dazu Lust habt. Ja, ich mache jetzt unten das noch schnell mit deinem Mais. Hol den noch schnell vom Feld und dann wäre ich unterwegs, weil bis dahin muss der Dings auch noch anbauen, der Markus. Der steht momentan gerade nicht zur Verfügung, aber den brauchen wir jetzt gerade eh nicht, weil der muss auch. Nee, ja, ich meine, das ist ja der offizielle Auftrag. Was denn? Hey, Chef! Ja? Komplett klar ist die Sackmaschine. Oh, das heißt, ich muss schnell mal shoppen. Martin. Paletten. Ja, hier. Nicht alle erwarten. Ich hab ja, wie gesagt, einen Fax zu euch ins Büro geschickt. Und kriegt ihr den Auftrag offiziell und dann könnt ihr den dann anholen, wenn ihr soweit seid. Mit was und mit dem Verdichten. Das sollte eigentlich gleich passieren und anschließend würde ich dir raten, sofort mit dem Unkraut vernichten drüber. Sonst bekommst du am Schluss die 100% nicht am Ertrag. Sollen wir das dann am Anschluss auch gleich machen? Weil wir hätten die Fahrzeuge da, wir hätten die das Maschinchen da. Ajo, dann mach den Spaß, bitte. Gut, dann fahre ich aber. Markus, du kannst bitte zum Shop fahren. Beim Shop ist, ja. Ist Saatgut und Dünger. Mhm. Und gegenüber das Feld dann gleich anbauen. Ich fahre schnell runter, mach den Mais weg, so groß wird das Feld nicht sein. Ja, Leute. Könnt ihr dann euer Zeug vielleicht ein bisschen auf Seite schieben, damit ich mein Zeug auch noch, ich meine Sämaschine auch noch tanken kann? Du kannst das schnell mit hernehmen auch. Kann ich von euch nehmen? Ich verrechne dir das dann. Aber lass der Markus auch noch was über. Oder lass erstmal den Markus abtanken. Der zieht eh einiges weg. Hafer, Raps. Markus, du musst erstmal zum Shop führen von deiner Maschine auffallen. Ja. Ach Gott, oh Gott, hier hinten sehe ich, wir müssen selber noch durchfahren. Wir kommen zu gar nichts. Noch Hafer? Oder? Hast du noch Hafer da? Nee, aber ich würde sonst Hafer anbauen. Das wäre gut, weil wir brauchen es dann für die Saku Production. Ja, dann würde ich dir nämlich den, dann verrechnen wir mal den Spaß irgendwie zusammen mit dem Hafer. Naja, so lange kann ich nicht warten. Wir müssen dann auch schauen, dass wir um die Runde kommen. Jo, ich geb euch ja schon mal was im Voraus, aber... Gell, weil sonst wird es ja ein irre langer Rattenschwanz und dann irgendwann übersehen wir was und dann wird die Rechnung auch nicht zahlen, weißt du? Ja, das geht nicht. Jetzt müssen wir hier mal, jetzt machen wir mal schnell das mit dem Mais noch. Und das dann oben mit dem Walzen ist dann ein neuer Auftrag. Also, den haben wir jetzt gerade erst reinbekommen. Das andere... Fass ich dann mal zusammen und dann wird mal abgerechnet. Und dann machen wir weiter. Wäre eigentlich am sinnvollsten. Was war das eigentlich nochmal für Feld, hast du gesagt? Ganz unten am Arsch der Welt, gell? Ja. 67. Nein, nein, das gehört mir. Ja, das gehört dir. Oh, sorry. Oh, sorry. Markus, fahr mal bitte geradeaus, bitte. Wollt ihr gerade angefahren, da rast ihr dazwischen. Kommt ihr da zurecht da hinten mit dem Wir kommen da schon, wir kommen da zurecht. Das passt. Und zwischen mir und Markus, das passt. Jo. Okay, Markus. Ja, ja. Wir können so zusammen. So, oder da, jetzt muss ich mal gucken, wo ist denn das hier? Da unten sind wir, müssen wir... Das denke ich mir, dass du wieder nicht stehen bleibst. Ja, dann auf der Straße stehen bleiben und dann hupen, ja, ist klar. Ich baue jetzt einen Dünger. Ich bin voll. Jetzt, Moment mal. Leute. Flo, kannst du mal bitte auf dein GPS gucken, ob das das Feld ist? Ja, jo, das ist ein Feld.
66, du vorbei, gell? Ah, ja. Ne, 67. 67, weil ja, unten bei mir das Bild dort, weißt du, ich seh nix. Ich hab da irgendwie so einen Bildfehler. Martin? Hier? Ich hab keinen Dünger. Ich muss auch dort stehen, weil ich jetzt beides gekauft hab. Außerdem hat sich der Flohwicker geschnappt. Ein bisschen, aber hier sind noch zwei Paletten. Zeig am Tisch rein, wo das alles steht. Oder Floh, fahr am Schnee auf, wenn es. So, jetzt wäre es halt gut, wenn einmal schön langsam abfahren kann. Aber was brauche ich noch? Zwei Paletten. Was? Pass mal auf, Flo. Moment. Ich steige mal was hin. Wir müssen sowieso ein bisschen was einlagern bei uns. Dünger ausgesagt. Mhm. Steht da. Jawohl. Sakko passt, oder? Sakko passt. Dann müssen wir uns später eher mal ein bisschen ausrüsten. Und ja, Leute, bevor es jetzt hier im Stream einmal kommt, ich weiß, dass es Dinger gibt, Silos zum Hinstellen, aber ich bin gerade unterwegs und wenn ich wieder am Hof bin, werde ich uns ein paar hinstellen. Weil ich finde es nämlich auch endlos schade, dass ich hier die ganze Zeit das Zeug rumhole. So, aber Pflanzenschutz müssen wir uns holen. Geh fein! Eine Palette brauche ich noch, Dünger. Ja, Grutze, fünfmal. Das glaube ich aber voll. Steht schon dort? Na, jawohl. Ah, scheiße. Gran Turismo, ja. Fahren wir. Momentan noch Sport und danach dann nochmal Gran Turismo 7. Na so, das nehmen beim Völl ist das zum Aufwachen. Was für ein? Neben einem Händler, ja. Das da, ja, was gerade hinfährt. Ja, genau, ja. Und was gehst du da? Oh, ein Hafer. Ja, mit Zocke geht hier Sport. Was ist jetzt mit deinem Abfahrer? Ich kommt bin schon unterwegs. Dadurch, da, ja, ich weiß nicht, was der mit dem Schaviere ist. Hm? Ob der schon wieder einen Hirnfehler hat oder sonst irgendwie was, jetzt zucke ich selber rum. Dann mache ich das halt selber, ist mir egal. Wenn er dich nicht durch den Kleid hoch. Jo. Da gibt's so einen Spruch. Oh, oh, oh. Das wird teuer. Und du weißt, LU soll nicht stehen. Maschinen müssen in Bewegung bleiben. Nee, aber das kapiert meine Mitarbeiter immer noch nicht so. Also das war das einzige Feld, wo zum Ernten war, ja? Mit dem Mais. Ja. Gut. Dass wir das jetzt dann bin ich, abhaken jetzt können. Jetzt bin ich systematisch Hafer am Anbauen. Dann gebe ich dir davon Hafer ab und den Rest verkaufe ich. Genau. Ja, wir können ja gut. Wir bauen das selber auf. Aber oder wir ich können schlage insgesamt. Nein, du kaufst ihn mir immer mal wieder ab. Mir ist das egal. Insgesamt geht in die Produktion von jedem Produkt, was wir für die Sakko-Produktion brauchen, 50.000 Liter. Dann ist das Ding voll. Martin, dann sag mir mal, was du jetzt insgesamt für einen Tag kriegst an Kohle. Komm erstmal hier hin und tank erstmal ab, dass ich wieder zurückfahren kann.
Da kommt er eh schon, Gott sei Dank. Einfach mal beim Nachbarn drüber brettern, das ist nicht sein Eck. Was dem Nachbarn nicht weiß, macht ihn nicht heiß. War nicht viel, es sind gerade nur 3700 noch was gewesen. So einfach ist die Sache, Chef. Gelle. So, jetzt pass auf, jetzt dann bauen wir es rein und mach mal zu. Brauchst du das Zeug? Den Mais? Ja. Dabei nicht. Lager du mal ein. So, Rala, ich schau auch zu, dass wir wieder zurückkomme. Damit es weitergeht. Nächste Arbeit. So, Leute, aber ich sehe gerade, wir sind an unserem Ende vom heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe beim nächsten Mal wieder vorbei bei Farmers Tagebuch hier beim YouTube und dann geht's wieder rund hier bei uns. Gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao. Tschüss.